Hallo, hier ist Martin, die deutsche Synchronstimme von Matt, dem Eigentümer von Tails Channel, und ich bringe euch hier die neuesten News und Updates rund um Sonic the Hedgehog. Bevor wir beginnen, möchte ich noch sagen, dass alles in diesem Video ein Gerücht ist und nicht von Sega bestätigt wurde. Also fangen wir an. Der Leaker ist wahrscheinlich wiedergekommen und hat uns mehr Infos zu Sonic Runs dargelassen. Er möchte uns als erstes sagen, dass das Spiel 8 Welten hat. Die Stages sind Windy Hill, Mechanical, City, Schnee, Lava und futuristisch. Es werden mehr Charaktere und Bonuslevels durch Updates hinzugefügt. Man kann die Chaos Emeralds wie in den klassischen Spielen durch Bonus-Stages bekommen. Das Menü wird diese Auswahl bieten. Spiel starten, Zeitrennen, Bestenlisten, Laden und mehr Spiele. Was sich zu einer Seite mit anderen Sega-Apps bringt. Im Laden kann man viele verschiedene Dinge kaufen, wie zum Beispiel Charaktere, rote Ringe, Ringe und Power-Ups. Einige Power-Ups sind Speed-Power-Ups und der Dreifachsprung. Alle Charaktere können übrigens einen Doppelsprung. Man kann noch einen Special Stage Pass kaufen, der einen roten Sternenring kostet und einen in eine Special Stage bringt, auch wenn man noch nicht die 50 Ringe hat. Die Special Stages sind wie in Sonic the Hedgehog 2. Das Spiel hat Quicktime-Events wie in Sonic Dash. Man braucht die 7 Chaos Emeralds, um sich in Super Sonic zu verwandeln. Er sagte noch, dass Super Sonic sich wie in Sonic Generations verhält. Aber er macht nicht, dass deine Ringe so schnell weggehen. In der City Zone sind Schilder von Mighty, Ray, Bean und Bark, wo darauf steht, hast du uns gesehen? Das ist irgendwie wie City Escape in Sonic Generations. Es gibt auch ein Schild mit Knack, dem Wiesel, wo darauf steht, gesuchter Wiesel. Big the Cat ist übrigens im City Level. Jeder Charakter hat seine eigene Bestenliste. Das Spiel wird im Juni 2015 erscheinen. Er sagte noch, dass das der letzte Leak bis zum 12. Januar ist und er versicherte uns gleich noch, dass er der gleiche Typ ist, der die letzten Leaks gemacht hat. Noch einmal die Infos, die könnten wahr sein, können aber auch falsch sein. Wir müssen halt eben abwarten bis zum 12. Januar, wenn ein Trailer zu Sonic Runners erscheint, wie er gesagt hat. Die Special Stages werden nochmal wie Sonic 2 sein, finde ich sehr interessant, und es wird sehr viele Cameos geben, was ich ebenfalls sehr interessant finde. Also, was denkt ihr? Lasst einen Kommentar mit eurer Meinung da. Wenn euch meine Arbeit gefallen hat, könnt ihr auch gleich ein Like da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.